Hallo und herzlich willkommen meine Lords aus der vollen Freunde zu einem neuen Video. Heute möchte ich über den gequälten Häftling, über die Frau in Ketten reden, die die meisten von uns ja schon kennenlernen durften. Es ist eine Dame in Ketten, hier etwas weiter abgeschieden, und wenn man sie anspricht, sie nuschelt nur irgendwas Undeutliches, was keiner versteht. Was aber noch wenige von uns wissen ist, man kann ihr zur Flucht helfen. Und zwar, wenn man hier runter geht, die Wendeltreppe, kann man, ja, bei einem, ich nenne es mal Rätsel, kriegt man als Belohnung ein Item namens versengende Anschuldigung. Dieses Item können wir hier oben bei dieser Puppe herausziehen. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir einfach nur die Treppe wieder hochlaufen und sprechen sie an. Nachdem wir sie angesprochen haben, wird sie uns darauf ansprechen, dass wir dieses Item im Inventar haben, und wir können uns entscheiden, es ihr etwa zu geben oder es ihr etwa nicht zu geben. Wenn wir es ihr geben, müssen wir natürlich einmal rasten, laufen dann die Treppe erneut hoch zu dem Bossgebiet, und hier am Eingang des Bossgebietes wartet sie dann auf uns und ist ein Händler. Bei ihr können wir dann verschiedenste Sachen kaufen. Also ich hatte jetzt hier schon ein paar Sachen gekauft, davor waren hier noch so ein paar Catalysts drin, aber hier haben wir noch eine echt geil aussehende Rüstung, die wir von ihr kaufen können. Oh, ein bisschen sprechen können wir auch noch mit ihr, geiler Scheiß. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.